Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pangobas, dem schönen Mine Colonies Modpack Projekt. Ja, mit den Dimensional Adventures. Ja, und ja, okay, die Zuckerrohrpflanzen sind schon sehr groß gewachsen. Das finde ich toll, dass das immer mehr in die Luft gehen kann, wenn man sie nicht erntet. Also so schön, richtig explosionshaft in die Luft. Also, ja, vielleicht habt ihr mitbekommen, ich habe es, glaube ich, im letzten Part auch ein bisschen gesagt und so. Und während den Livestreams, ich möchte ja einen Server machen, einen Streaming-Server, also mit Streamen. Mit dem Hauptspiel natürlich und möchte den eventuell auch gleichzeitig natürlich für die Fans von den Streamern und Let's Playern zugänglich machen. Und da brauche ich einfach natürlich noch ein paar hilfsbereite Menschen, die da ein paar Sachen einstellen können oder modden können. Ja, Datapacks machen. So, muss ich gerade mal kurz schauen, wie das ging. Das ist die Pagodia, also da brauchen wir einfach Cobblestone viel und Erde viel, das ist das. Okay, genau. Sollte eigentlich jetzt gebaut werden, wenn wir hier ins Inventar die Sachen machen. So, das Holz wird wahrscheinlich noch nicht gebraucht, Kirschstamm. So, aber ja, da müssen wir dann bauen. Also machst du jetzt etwas oder musst du noch warten, bis ich die anderen Sachen gebe? Die Bäume wachsen halt nicht so schnell, also ich brauche vor allem Eichenstamm. Ich könnte hier mal einfach ja, schauen, dass ich hier Eichen bekommen, natürlich nur eins immer. Einfach nochmal anpflanzen. Und dann habe ich die. Habe ich die nicht irgendwo auch reingelegt? Oh. Der Weinhändler ist da. Okay. Ein bisschen habe ich schon. Also schauen wir mal, was wir craften müssen draus. Da. Ja, hoffentlich schnell genug haben. So, also pflanzen wir hier mal einen Baum an. Das sollte nicht zu nah sein. Und hier. Wo ist er? Er ist immer noch da oben. Ja, genau. Jetzt nämlich schauen. Bauoption. Also Eichenbretter vor allem. Werkbank, weißes Bett. Eichenholzstufen auch sehr viel. Dann geben wir einfach mal die Eichenstämme ab oder so. Boah, ist das intensiv teuer. Ja, haben wir hier nicht noch eine Truhe oder so? Also eine Minecraft-Karte noch holen. Ja, mit 7 kann ich natürlich noch nichts anfangen. Könnte es ihm schon geben. Vielleicht fängt er schon an, einfach mit Holz zu bauen. Oder was er einfach am Anfang macht. Aber mit Erde und mit Steinen macht er noch nichts. Okay. Jo, wir müssen einfach ein bisschen anfangen. Ich mache das jetzt mal hier. Genau, ich mache mal noch kurz auf friedlich. Und muss jetzt einfach hier natürlich die Pflanzen anpflanzen. Bäume. So. Damit wir einfach in der Nähe sein können. Und ja, dann craften wir einfach alles hier. Ja, geht schon. So. Geht natürlich effizienter, wenn man alles zusammen macht, aber dann hat man wieder zu wenig Crops. Und so. Gibt es irgendwas anderes? Ich kann jetzt gerade gar nichts. Nein, es ist alles aus Eichen. Komischerweise, vielleicht einfach am Anfang aus Eisen, Eichen und dann später auf Kirschen oder so. Jo, wie eben mit dem Serverplan, wir haben natürlich nicht eine so große Community und können einfach dann
die Leute schon haben und alles. Ein Server wird auch gut, will auch gut geplant sein oder so, oder ja, ein bisschen Rollenspiel geplant sein. Also, ja, vielleicht ein bisschen mehr Rollenspiel als andere Projekte auch. Oder halt einfach nur ein Server, wirklich nur für Leute, die mindestens Videos machen oder ja, Livestreams natürlich auch. Würde auch gehen, aber würde wahrscheinlich vielen auch ein bisschen enttäuschen oder ja, sie ein bisschen ausgrenzen natürlich. Kann ich aber verstehen, dass manche das sagen, weil sie wollen ja immer mitspielen mit den Leuten, die sie auch schauen. Aber manchmal geht das einfach nicht. Das ist schon sehr, ja, wie sagt man denn, störend oder gefährlich oder, ja. Es kann ja alles passieren. Und dann braucht man natürlich schon wirklich tolle Motor und alles, was einfach die Leute dann nicht so alle Freiheiten bieten, die sie dann ausnutzen können. Oder dass eine extra Welt für die Livestreamer wäre dann, die man vielleicht betreten kann in gewissen Zeiten oder ja, einfach anschauen kann, ohne dass sie stören. Und dann einfach nicht irgendwie umbauen können oder alles halt ein bisschen besser geschützt ist. Wenn man auch ja, die Welt oder außerhalb von den Gebäuden und so auch schon. Ja, müssen wir dann schauen, wie das geht. Also, dass es einfach für die Livestreamer von einem ein bisschen angenehmer ist, oder? Nicht, dass irgendwie die Livestreamer dann meinen, ja, da kann man nicht drauf spielen, weil die Community uns nervt. Vielleicht von anderen Livestreamern eher oder so. Oder, ja, ich würde es eben gerne einfach machen, aber einfach so viel Freiheit geben den Livestreamern, dass es angenehm ist. Und nicht noch mehr, oder? Falsche, oder? Schlechte Freiheit. Und, ja, wenn sie so Völker und alles Mögliche, also so Gruppierungen eher, natürlich dann auch cool. Man kann eigentlich relativ viele Sachen, ja, machen. Also man kann viele Völker sein, man kann vielleicht auch Rassen sein und so, also so richtige. Was ist denn das für ein Baum? Ein Buschbaum. So, jetzt haben wir schon wieder dunkel. Oh. Wo ist mein Bett? Ich habe mein Bett nicht dabei. Da. Okay. Gut, habe ich das noch dabei, aber nur im Rucksack irgendwie versorgt. Also, was steht hier noch? Okay, also die Bauhütte müssen wir kurz mal noch durchmachen. Denke ich mal. Aber das steht, glaube ich, nicht. Bauoptionen. Ist die Pagode, hä? Ist doch die Bauhütte. Aber die. Ja, das ist die Bauhütte. Inventar. Also tun wir da schon mal rein. Türen, ja. Ein Bett. Ich habe keine Wolle, muss Wolle holen. Hat es hier irgendwo. Schafe? Hallo? Also, ja, die Achse ist gleich kaputt. Müssen wir noch kurz eine neue machen. Also machen wir da mal kurz eine Pause. Da haben wir noch eine Höhle. Haben wir irgendwo Schafe bitte in der Nähe? Ach bitte. Jetzt sollen wir Schafe brauchen, haben wir keine Schafe. Vielleicht hier drüben eher. Ja, ich sollte die eigentlich zu Hause holen. Hm. Zu Hause habe ich genügend Wolle. Schade. Ich glaube, wir sollten uns nicht so lange aufhalten, sondern
Einfach den direkten Weg nehmen. Das ist so cool hier. So schön. Keine scharfe Internet. Okay, schade. Also, wir haben hier die Kiste oben. Nein, oben mit weißer Wolle. Nehmen wir ein bisschen mehr mit. Wir könnten hier mal genau reintun. Was brauchen wir dann alles noch? Ich weiß es nicht auswendig. Wenn ich es weiß, dann kann ich dann wieder holen. Wir haben hier unten mein Kononis. So, dann muss ich das noch craften, das Bett. Also machen wir doch kurz ein Crafting Table. Jetzt sind also viele Fische. Ja, ein Bett. So, also, du brauchst ein Bett. Ja, das ist wieder das falsche Haus. Noch nicht so eine Übersicht, wo was ist. Muss man zuerst lernen. So, dann haben wir einen Ofen nötig. Bruchstein hier. Eichenzäune und so. Okay. Also Bruchstein. If you say so. Von ihm ein bisschen weg. Ich glaube Erde auch oder so. Machen wir das mal so. Genau, wir brauchen eine Axt. Ah, wir haben noch eine Axt im Inventar. Gut. So. Also ins Inventar mit dir. Genau. Oh, die Axt hat das überlebt. Also schon kaputt gegangen, aber also abgebaut. Muss man auch richtig sagen, ne? Macht irgendwie Spaß, in so großen Mengen Holz fällen zu können. Ist nicht so extrem anstrengend. Und es wächst immer wieder ein Baum. Das ist so cool. Also komm, wir müssen mal wirklich schön mit Akkord. Wieso werden manchmal, also eigentlich ist es ja so, dass immer ein neuer Setzling sofort gepflanzt wird. Wieso geht das jetzt gerade nicht? Oder bei Eichensetzlingen nicht? Komisch. So, dann bei speziellen Gegner. Bäume. Ja, sind auch Gegner. Dort geht's. Komisch. So, also, ich muss noch ein bisschen craften. Also, Half Steps haben wir gesagt. Auf jeden Fall mal so viel zu Half Steps. Könnte schon ein bisschen zu viel sein. Was haben wir noch gesagt? Druckplatten? Schwer zu merken. Nein, das ist das hier. Wackeln, 4 Stück. Eichenholzzaun, genau. Eichenzaun, ja. Also da 30 Stück. Das heißt, wir brauchen. Ja, Sticks können wir einfach verbraten. Für uns war 30 Stück. Und das gleiche. So. Und das sind 2 Stück. So, was haben wir noch gesagt? Ich kann das nicht so gut merken. Ich will nicht immer das ausrüsten müssen. Nein.
Jetzt nur ins Inventar verschieben. Okay, es ist noch nicht so dunkel. Also nochmal. Die Sachen rein, die Sachen rein. Nochmals nachschauen. Also die Fackeln fehlen noch. Noch mehr Erde, ein Regal. Ein Regal, aber das Richtige. Von meinen Coins. Ein Bautool, Eisenklumpen. Wie soll ich jetzt? Kann die einfach so craften. Ja, es ist. Ein Bautool, wo habe ich das eigentlich hingetan? Mal den selber testen. Das schadet mir auch. Und ist so mega groß. Wie viel Magie habe ich verbraucht? Keine? Magiebalken ist irgendwie voll. Oder sieht er nur voll aus? So, ja, also für NPCs ist es natürlich auch nicht gut. Lieber nicht so viel casten hier. Okay. Ja, jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Ich habe das Bautool nicht mehr dabei. Okay, da drin waren's. Ja, ein Crafting Table. Da haben wir auch einen drin hier. Da. So war das. Und einen auf der Seite. Ja. Boah. Ist jetzt nicht gerade so leicht, alles zu merken. Bin jetzt gerade nicht so konzentriert. Merkt ihr vielleicht. Ist ja auch ein bisschen anstrengender, so als ein bisschen gedanklich rüberzufassen. Also, und du hast es einfach im Inventar. Das geht wahrscheinlich nicht. Der merkt nicht, dass er das einfach im Inventar hat. Das machen wir den Rest. Also, ein Teil davon. Auch noch den hier rein. So. Und ja, Eichensetzling brauchst du nicht, glaube ich. Was brauchen wir noch? Einfach Holzeichenstamm. Bauoption. Ein Ofen sicher mal noch. Ofen und Fackeln. Also immer alles schematisch. Ich kann keine Fackeln herstellen. Ich habe keine Fackeln. Ja, dann müssen wir nochmals zurück, oder? Gehen wir hier runter schauen, ob es irgendwo Kohle gibt. Gerade mal nicht Kohle. Ja, ich will mich nicht immer teleportieren. Ich will eigentlich für lange Wege mich teleportieren können. Aber nicht immer ständig, oder? Hier mal nicht. Da war doch irgendwo auf der Seite in die Richtung oder so. Doch irgendwo noch eine Höhle. So, die Bäume müssen wir natürlich auch bald mal fällen, oder? Wir haben das heute schon mal. Und irgendwo mal eine Truhe hinstellen oder so. Auch nicht schlecht. Ja, ich will jetzt einfach mal kurz ein, zwei Bäume hier. Falls ich nämlich die brauche, dass ich die schon mal habe. So, wir könnten eigentlich immer in den Häusern die Truhen eigentlich viele Sachen machen, bis wir das Lager haben. Und dann können wir das ins Lager tun. So, aber jetzt ist langsam Nacht. Gut. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, alles zu bekommen, alles zu bauen. Aber es dauert wenigstens nicht so lange. Das ist irgendwie sehr grindy oder sehr langweilig wird.
Also sie müssen das unbedingt ändern, dass man halt wirklich für die ersten Häuser nicht so mega viele Sachen braucht. Das ist unnötig viel. Ich weiß, die wollen auch schon am Anfang schöne Häuser haben, die gering, also klein sind, aber die müssen nicht so extrem mega sein, oder? Also ich kenne es von früher, dass die Häuser mega schlicht waren, weil man einfach nicht so die Zeit und weil man halt auch ein bisschen weniger sesshaft war und so, und sie nicht so gebaut. Aber hier in diesem Mod sieht das ja schon ziemlich ja, so aus, als würden Architekten und alles hier sein. Ich finde keine einzige Kohle und die Höhle auch nicht mehr, wo ich da einmal gesehen habe. Ach Gottchen, die ploppen einfach so auf. Blöde Bäume. Müsste eigentlich hier drüben irgendwo sein. Aber sonst haben wir einfach zu wenig Höhlen in diesem World Generator. Hier sind Kühe plötzlich. Ist da links die Höhle? Das ist jetzt ein bisschen blöde, wenn man nicht mehr so sieht, wo es war. Also ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen weiter weg. Zum Beispiel dort drüben zum Stein. Irgendwo muss doch ein bisschen Kohle sein. Oder wir könnten Holzkohle machen, aber wir haben auch keinen Stein. Ja, hier ist ein bisschen Kohle. Sehr gut. Gut, ja, komm, teleportieren wir kurz. Nein, das ist ihr Haus. Mann, wieso kann man das nicht anordnen? So, jetzt. Also, wir sind hier. Das ist das Spawn. Genau. Dachte schon, die zwei Birkenbäume wären irgendwas Spezielles, was hier gebaut wird oder so. Nein. Also, ich brauche Fackeln. Einfach mal 4 Stück und selber noch ein bisschen. Und jetzt einen Ofen, also noch ein bisschen Stein abbauen irgendwo. Also, das wird jetzt auch nicht. Ich hole jetzt einfach mal Stein. Das geht doch so nicht. Ja, da haben wir einfach gar nichts mehr. Ich habe alles mitgenommen. Ja, wie bekommen wir jetzt noch Steine? Hä? Hier haben wir sicher noch Steine. Das anders sieht. Tuffstein, Bruchstein. Den Rest reinlegen. Die Erde kann mal hier bleiben. Dann machen wir noch die Sets. Nein, die Setzlinge nehme ich mit. Also nochmal. Rüber. So. Bei der Abfolge stottert es ein bisschen, weil wir so viele Sachen zu erledigen haben. Einen Ofen. Ach, geh doch mal weg. Immer im Weg. Du Kleiner. Und jetzt sollte eigentlich gebaut werden, so langsam. Was fehlt denn noch? Müssen ein bisschen vergleichen. Also was macht eigentlich der... Was machst du hier unten, Dame? Kannst du bitte anfangen bauen? Offene Anfragen. Aufnehmen. Weitere Einzelheiten. Aufnehmen, komm schon. Was brauchst du denn? Unbekannt, unbekannt. Aha. Arbeite, ja, arbeite. Genau, arbeite. Bauoption. Eichenholzbretter.
79. Okay, ich brauche einfach Eisen. Holzplätze noch ins Inventar. Bauoption. Wie viel Erde? 168. Jetzt muss ich ein bisschen rechnen. 64, 128. Das reicht mal. Dafür also das Holz rein. Da war 79. Zwei Stacks mal drinnen lassen. Half Steps war irgendwie auch so viel. Eine Option. Also Bruchstein 79. Das haben wir mehr als genügend hier. Dann Fackeln haben wir genug. Eichenholzstufen haben wir auch reingetan. Eichenholzzentrum haben wir drin. Erde 186 haben wir gesagt. Werkbank fehlt noch. Dann Eichstamm 58, das haben wir hoffentlich auch genug. Eichenholztreppen sind die, die noch fehlen. Okay. Haben wir genügend Holz? Ja. Okay, mehr Eichenholztreppen. So, wie machen wir jetzt das? Also zuerst mal Holz fällen. Wir müssen ja irgendwie... Ja. An Holz gelangen. Weiterverarbeiten. Mehrere Schritte. So. Ist leicht gesagt, aber schwer getan. Ach, dieses Öl. Sehr gut. Jetzt haben wir gar nichts mehr im Inventarplatz. Ich glaube, ich tue jetzt so langsam mal wirklich die Rucksäcke füllen. Manche Sachen brauche ich gerade nicht. Vor allem die Erde. Die kann ich immer wieder rausholen. So, also. Crafting Table. Ich habe das Holz reingetan. Das konnte ich nicht mitnehmen. Okay. Jo, Inventarplatzprobleme. So. Das sollte mittlerweile schon genug Holz sein. Ja, knapp. So, also nochmal Holztreppen. Ich glaube, die kann man jetzt momentan gut gebrauchen zum Lagern. Inventar. Nehmen wir doch mal dieses Holz weg. Die Fackeln wieder rein. Was brauchen wir noch drinnen? Ist Cobblestone genug? So, nein. Option. Eichenstamm, Eichenholzzaun, Regal. Und 43, das heißt ein bisschen mehr als zwei Stacks. Ist noch ein bisschen zu wenig. Ja. Schade. So in großen Mengen. Ah, ich mache mich immer ein bisschen schwer, das richtig einzuschätzen. Aber immerhin geht es schnell. Ah, hier haben wir sowieso dieses Dense Wood. Genau. Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, aber sehr gering.
Und damit bekommt man Unmengen von Holzplanks raus. Gut, also. Wie viel? Boah, 4 Stacks. Ich tue jetzt mal hier die Planks. Nein, ich tue sie hier. Ah, die kann ich gebrauchen. Hier Stamm. Ja, das lasse ich mal. Das Feuerzeug habe ich immer noch im Inventar. Okay. So. Was brauchen wir weniger? Stöcke brauchen wir nicht. Es würde jetzt eigentlich anfangen. Also für mich habe ich alles. Aber für ihn vielleicht nicht. Gebäude errichten. Ah, wir müssen noch auf einen Knopf drücken. Klar. Also er beginnt jetzt. Sehr schön. Boah, das war jetzt ein mega Knotz. Einfach eine Liste durchmachen. Also zuerst mal analysieren, wie viel braucht man, dann holen oder auch noch craften. Ah, wenn man das einfach besser machen könnte, wenn man nicht so, ja, sehr müde ist und alles. Meine Augen sind völlig eine allergische Reaktion von einfach der von der Nacht, die mega Heizungen und so ja, trockene Luft. So, jetzt können wir ein bisschen zuschauen, aber ich sehe jetzt gerade noch nichts. Er wird wahrscheinlich unterirdisch, gerade mit Stein oder mit Erde etwas machen. Okay, dann können wir ihm noch kurz ein bisschen helfen hier. Den Büschen wegmachen. Ja, da braucht er ein bisschen länger scheinbar. Hab ich mal gesehen. Oh, hier ist ein blöder Baum. Ist ein bisschen im Weg. Geht ein bisschen länger. Und der auch. Aber der Mordor, der muss ja mega talentiert sein, so Abläufe, KI und so zu machen. Die müssen ja auch irgendwie, ja, verstehen können, dass sie nicht überall hinunter fallen können und so. Die müssen auch wissen, dass ein Block in der Nähe ist. Also die haben hier so eine Raster, glaube ich, so ein KI-Raster. Und dann sehen sie, ah, dort könnten sie durchlaufen und hier würde ich eher nicht durchlaufen. Weil sonst, ja, irgendwas im Weg ist. Und so Sachen. Das ist mega cool, wenn man weiß, wie und es auch machen kann. Das Game Design oder Mod Design hat wirklich das mega geil. So, so die Blumen kann ich für die Bienen benutzen oder einfach fürs Dekorieren. Okay. Ich habe eigentlich nicht drauf geklickt, ich habe nur die Blumen weggeklickt. Hier ist auch noch. Ja, Blumen, jo, natürlich nicht so wertvoll. Aber wenn man einfach Natur machen will, dann braucht man einfach Blumen. Oder ein bisschen Garten. Könnte man immer wieder gut gebrauchen. Kann man ja auch vervielfältigen mit Knochenmehl und so. Ja, eine Knochenmehl-Farm könnte ich dann eigentlich machen aus dieser eine da, diesen Mobraum mit den 4 Spawnen. Eine habe ich ja kaputt gemacht, der Krabbenspawner. Aber man kann ja die irgendwie wieder zusammensetzen. Kosten, glaube ich, Strom oder so dann. Irgendwie so etwas und dann noch eine bessere Mob-Farm machen. So, ja, ich möchte gerne Kirschwein. Traubensaft wäre nicht schlecht. Ja. Also was bist du jetzt gerade dran? Was hast du jetzt beim Programm? Okay, eine Schere. Eine Schere, eine Schere. Hier hast du eine Schere.
Nimm die Schere ins Inventar. So. Hast du noch etwas? Eine Schere mit Wut oder Gold. Gibt es überall Goldschere? Mehr Einzelheiten. Ah, er macht's jetzt schon, aber er hat dennoch irgendwie noch etwas. In deinem Material im Lager benötigte Ressourcen. So viel Stein jetzt. Ein bisschen Platz. Was brauchst du nicht? Birken. Und was brauchst du denn nicht? Du brauchst dir alles. Geht's jetzt? Normaler Stein. Seit wann das? Nein, überhaupt nicht. Ich habe drauf geklickt. Ist. Bruchstein. Ha, du hast doch Bruchstein. Ganz normaler Stein. Ich muss jetzt auch noch brennen. So langsam habe ich echt ein Problem mit meiner Versorgung. Ich könnte eigentlich so machen. Und so. Da muss er leider ein bisschen noch warten. Bin gleich soweit. So. Haben wir wieder Holz. Wenn wir noch mehr Holzkohle herstellen. So, also der Wald ist schon mal groß. Aber gut. Ja, wir können ja das Holz wirklich gebrauchen. Solange wir noch nicht so edle Gebäude haben. Wahrscheinlich sind es so Level, oder? In anderen Spielen, in Strategiespielen zum Beispiel. Aufbaustrategie. Wo dann anderes Holz benötigt wird. So. Er baut schon mal. Also brauchst du jetzt doch kein... Du hast ja ganz viel im Inventar. Nehmen wir mal die Büsche und so raus. Du baust jetzt einfach? Vielleicht muss ich es einfach resetten, oder? Mit dem kurz abbrechen wieder. Das braucht aber wieder etwas. Nein, das ist nur der Name. Okay, wir müssen hier schauen. Inventar. Noch mehr Cobblestone rein. Ah, vielleicht macht er unten jetzt momentan, naja. Er macht das unterirdisch. Wollen wir doch mal kurz schauen, ob wir irgendwo drunter sehen. Es war doch irgendwo eine große Höhle, aber wo war die? Also Stein brauchen wir sicher bald, deshalb lasse ich das mal. Denn hier ist die große Höhle. Man kommt leider nicht mehr gut raus. Ob sieht man irgendwas? Wo ist denn das Haus ungefähr? Ungefähr genau hier. Okay, wir gehen trotzdem mal runter. Also es aussieht nicht so zu sehen. Aber wo geht denn das Holz, der Stein hin? Hä? Da sind ja so viele Steinklumpen. Okay, dann machen wir doch auch mal so, dass wir auch hier hochkommen. Ein bisschen bequemer. Aha.
Ja, ist noch nicht mehr. Sah nur so aus. Jo, das dauert. Okay, wir haben 40 Minuten. Für so Bauparts ist natürlich ein bisschen länger auch gut. Ich denke wirklich so, ja, wenn ich wenig zeigen kann, also wenn einfach irgendwas gemacht wird, auch wenn ich selber baue vielleicht und so, kann ich ein bisschen länger machen. Ich habe jetzt einfach nicht gerade so gemerkt, ich sollte mal Stopp machen. Und ich möchte einfach nicht allzu lange Verarbeitung haben. YouTube hat dann unnötig mega viel Länge zum Verarbeiten. Und das macht natürlich dann auch so, dass andere Videos oder der nächste Part auch wieder ein bisschen länger dauert. Und das möchte ich ja verhindern, oder? So. Ja, er arbeitet weiter. Ich mache nächsten Part. Tschüss.